Ist ja gar nicht zu fassen, was momentan im Internet los ist. Ein neues iPhone, ein neuer Skandal. Bandgate nennt sich das Ganze und dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Stabilität des iPhone 6 Plus und des iPhone 6. Soll nämlich heißen, das Teil verbiegt sich ganz leicht, wenn man sich mal kurz draufsetzt. Ich stehe jetzt hier mit Computerbild-Chefredakteur Axel Telzerow und wir wollen das einfach ausprobieren, weil wir können es gar nicht fassen, oder? Ich bin gespannt. Vor allen Dingen, das soll ja kein Feature sein, so wie bei so einem Bendable-TV, sondern es soll tatsächlich dann ein Bug sein. Ja, dann mal ordentlich losgelegt. Also ich fange jetzt an zu drücken. Ja, drück mal. Okay. Oha. Das ist sogar relativ einfach. Naja, also. Tatsächlich. Und schon ist das Ding verbogen. Sieht man eigentlich schon ganz gut, aber es geht auch noch. Wir können es auch, damit es sich gleichmäßig biegt, auch mal auf der anderen Seite probieren. Und schon haben wir ein Curved iPhone 6 Plus. Das ist ja brutal. Eigentlich ganz nett. Also das kann man auch zu Hause machen, falls man das schön findet. Und ja, aber es geht noch. Es funktioniert immerhin noch, ne? Kriegen wir es denn zurückgebogen? Was meinst du? Könntest du mal ausprobieren. Leg das mal plan hier drauf, dann sieht man den Unterschied. Das ist ja unglaublich. Mhm. Okay. Oh. Ja. Jetzt habe ich schon fast wieder zu weit gebogen in die andere Richtung. Ja, guck mal, jetzt ist aber da ist es jetzt kaputt. Da, aber man kriegt es zumindest gerade wieder gebogen. Also es ist auf jeden Fall wieder gerade. Wenn ich es nochmal ein bisschen biege. Ja. Also ist auf jeden Fall wieder, ich würde sagen, ist wieder gerade, aber da kaputt. Mhm. Sollen wir mal vergleichen? Ich habe hier das Note 3 von Samsung. Das hat ja, wenn man mal so guckt, eine ganz, ganz ähnliche Größe. Mhm. Ist sogar an den Seiten noch ein bisschen größer. Mhm. Versuch das da mal zu biegen, ob sich das genauso leicht verbiegen lässt. Weil die Theorie ist ja, alle Phones, die so groß sind, lassen sich dementsprechend auch leicht verbiegen. Aber ich habe mich jetzt zwar schon ein bisschen ausgepowert, aber ich probiere es trotzdem mal. Das hat gerade blub gemacht. Nee. Nee. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen. Nee, es ist deutlich stabiler. Also ist eigentlich gar nichts passiert. Im gleichen Kraftaufwand. Außer, dass es blub, blub, blub macht und sich ausschalten will. Es verbiegt sich fast genauso, aber geht dann auch wieder zurück, ne? Ich finde, es verbiegt sich überhaupt nicht so. Ein ganz, ganz bisschen. Aber. Nicht so wie das. Ja, und jetzt ist es eigentlich schon wieder gerade. Interessant. So viel Gewalt setzt sich ja keiner drauf. Nee. Nee, es biegt sich eigentlich wieder gerade hin. Auch sogar die Hülle geht wieder rein. Unglaublich. Ja, was meinst du? Materialschwäche, Designfehler? Naja, es ist halt Aluminium. Und das, dass man das biegen kann, weiß man ja. Gut, jetzt würde ich es persönlich nicht jetzt so die ganze Zeit biegen, aber weiß ich nicht, wenn ich es hinten in meiner Hosentasche habe und setze mich mal drauf und muss damit rechnen, dass ich das Ding, dass ich hinterher einen curved iPhone habe, ist vielleicht kein gutes Gefühl. Nee, das ist schon echt. Ja. Aber vielleicht hat es bei Apple gar keiner ausprobiert. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist so einfach. Die Leute haben sich nicht drauf zu setzen. Genau. Die haben sich genau. Nicht zu biegen. Genau. Unglaublich. Ja, ja. Was können wir dazu sagen? Beim iPhone 6 Plus. Insbesondere bei dem wirklich großen Modell einfach besonders vorsichtig sein, denn sonst sind die 799, 899, 999 ganz schnell verbogen oder sogar im Eimer. Natürlich ist es nicht nur gravierend, dass das iPhone 6 Plus sich einfach mal so durchbiegt, wenn man mit ein bisschen mehr Kraft darauf einwirkt, sondern auch, was danach passiert ist. 5 Minuten nachdem wir das Video gedreht haben, wollten wir es nochmal anschalten und siehe da, es war kaputt. Das Display ging noch an, allerdings wurde nichts mehr angezeigt und iTunes hat ein iPhone im Wiederherstellungszustand erkannt. Das heißt, nicht mal da konnten wir irgendwas machen. Natürlich hätte man das jetzt irgendwie aktualisieren können, aber wenn es nichts mehr anzeigt, bringt das ja auch nicht besonders viel. Hinzu kommt, und das ist eigentlich ein bisschen schade, dass Samsung das geschafft hat bei dem Note 3, was wesentlich länger schon auf dem Markt ist. Da biegt sich gar nichts. Also natürlich biegt es sich mit, wenn man drauf drückt, aber dann geht es in die Ursprungsform zurück.
und schon hat man wieder ein planes Handy, was auch noch angeht. Beim iPhone 6 Plus passiert das nicht und gerade für den Preis hätte man das in der Designabteilung durchaus mal testen können.